Hallo lieber Skorpion, wie angekündigt mit der Vorbereitung und mit dem Aliva-Song, ja, lese ich jetzt dein Liebeshoroskop. Ja, ich bin ganz gespannt, was rauskommen wird. Das gilt für die Monate November und Dezember, ja, gilt insbesondere für Singles. Und für Leute, deren Beziehungsstatus noch offen ist, na, wo man nicht dieses Hin und Her, wo man nicht weiß, was Sache ist, ja. Genau, aber auch Leute in Beziehung können sich das anschauen. So, lieber Skorpion, was dein Schicksal ist, so soll es sich im Kaffeesatz widerspiegeln. So. Lieber Skorpion, wie soll ich sagen? Man kommt ja nicht einfach so zusammen. Ne? Man schaut erstmal durch so eine Brille, ne? So durch so eine rosarote Brille, sage ich mal. Ne? Wie stark rosa ist, ja, ist ja von Fall zu Fall unterschiedlich, ja. Aber in der Regel, ne, macht man ja keine logischen Überlegungen, wie man mit jemandem zusammenkommt. Das ist, sollte auch die Regel sein, ne? Allerdings, ja, alles durch die rosarote Brille zu sehen, ne, und sich da zu verblenden, ist auch nicht okay, ne. Also, ja, überbewerte nicht die Person dir gegenüber, ja. Finde ich toll, dass du halt, ne, auch Menschen gut findest. Das ist gut, das ist ein Zeichen, dass du lebst, ne. Allerdings, ja, durch diese Überbewertung, ne, wie soll ich sagen?